Ja, heute gibt es mal wieder eine Nachricht vom Krusehof. Das ist mir ein wirkliches Anliegen. Es gibt ein paar schöne Dinge, die sich hier ereignen und ereignet haben und die möchte ich gerne mitteilen. Eine wunderschöne Kleinigkeit ist, dass wir in diesem Jahr wieder Schleiereulen haben. Die sind letztes Jahr schon eingezogen und haben in diesem Jahr Junge bekommen. Das ist eine ganz außergewöhnlich schöne Sache. Ich habe die Jungen letzte Woche zischen hören. Wir haben gerade mal geguckt, aber leider haben wir sie da oben nicht entdeckt, sonst hätten wir noch so einen Flaum gefilmt. Man kann aber sehen, wenn man hier am Gebäude hochguckt, kurz unterm Dach, da ist so ein viereckiges Einflugloch. Ist auch unten ein bisschen beschittert. Da fliegen die Eulen rein und haben dann hinter der Mauer so eine Art Dachkasten, wo sie brüten können und das nun wohl auch getan haben. Das ist eine wirklich schöne Sache, die auch deutlich macht, dass der Hof ihnen einen Raum gibt, der intakt ist. Und dann ist es so, dass ich anlässlich eines Besuches von Kunden, die mir zum 25-jährigen Bestehen unseres Verhältnisses Verkäuferin und Kunde einen wunderschönen Blumenstrauß geschenkt haben. Und das hat mich so ein bisschen nochmal ins Grübeln gebracht. Und ich stelle also fest, dass dieser Umschwung, Bioland zu verlassen und kein EU-Bio mehr zu machen, und einfach zu sagen, ich habe hier den Krusehof und wir machen hier nach bestem Wissen und nach bestem Gewissen. Wir arbeiten ökologisch, sind nicht zertifiziert, aber wir suchen die Nähe zum Menschen, zu den Kunden, zu den Besuchern, zu den Gästen. Und dieses Konzept, sage ich mal, geht auf und das freut mich einfach. Und ich möchte mich bedanken bei den Menschen, die hier so treu und freundlich auf den Hof kommen und uns die Arbeit dadurch versüßen und einfach vor Augen führen, dass es uns eine Freude ist zu geben und den Menschen eine Freude ist, hier zu nehmen. Das ist einfach schön. Danke.